Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Trainsim World. So, wie immer, die Tür per Hand aufgemacht und wir sind heute mit der Regionalbahn von Aschaffenburg nach Gemünden unterwegs. So, ich habe mich darum bemüht, auch die Anzeige da oben einzustellen. Das werde ich jetzt auch gleich tun. So, aber erstmal hier Licht nach Hups, nach vorne. Hier weiter war nichts. Das war alles an. Bremse. Stellen wir mal auf Stufe 1 zur Sicherheit. Hier machen wir den an. Bremse gelöst mache ich mal an. Reduziert mache ich an. So, und jetzt werden wir mal Gemünden einstellen. Ja, Maurice, ich habe es gefunden. Gut, ich hätte andersrum gehen sollen. Ich glaube, es wäre schneller gewesen. Halt, Gemünden. Da haben wir es. So, dann werden wir mal schnell nach hinten gehen. Da steht dran, Gemünden. Ah, cool. So, Türen zu. Und zur Sicherheit nochmal drücken, man weiß ja nicht, ne? Türen sind geschlossen. Warte noch bis 7.36 Uhr, dann haben wir noch 30 Sekunden. So, dann werde ich erstmal schnell den Scheibenwischer anmachen. So. So, ich denke mal, halt, hinten will ich noch Lichter machen. Beleuchtung, Fahrgastraum einschalten, damit die da ein bisschen Lichter hätten haben. War das nicht jetzt? Das habe ich jetzt nicht unregelmäßig angemacht. Okay. Okay, vielleicht haben die auch schon einen Regensensor mit drin. Das weiß man ja nicht. So, einmal hups, einmal die Bremse gelöst und 20%. Gucken wir mal, ob er auch losfährt. Nein, wie man sieht, er rollt rückwärts. Warum er rückwärts rollt, weiß ich jetzt auch nicht. Ja. Mensch, was ist denn das jetzt wieder für eine Kackewurst? Ich verstehe nicht, was da immer falsch geht. Batterie ist doch an. Gedrückt habe ich sie jetzt. Mhm, Goody. Habe ich wahrscheinlich wieder irgendeine, oder habe ich vielleicht nicht lange genug gedrückt da hinten oder was? Keine Ahnung. So, ab geht die Post. Ich weiß gar nicht, hat das Ding hier einen Regensensor? Wir testen das mal. So, wir haben jetzt 7.42 Uhr sollen wir da sein, 37 haben wir es. So, ich gebe mal noch ein kleines bisschen Feuer. Bis 40 dürfen wir ja. War ja klar. Da war ich jetzt wieder ein bisschen sehr eifrig, aber ich wollte ja die verlorene Zeit jetzt wieder nachholen. So, komm, auf 40 können wir. So, dann gucken wir mal, wie lange wir für diese Strecke brauchen. Ob ich ein Video oder zwei Videos draus mache, wir müssen mal sehen, weil ich schätze mal, dass die Strecken auch immer länger werden mit der Zeit. Denke ich mir mal. Oder zumindest mit den Wartezeiten auch, dass die Videos immer länger werden. Müssen wir mal sehen, ob ich das in einem Video mache. Also wenn es weit über 30 Minuten geht, dann mache ich zwei Folgen. Schauen wir mal. So, 150 können wir jetzt gleich knallen. Meine Fresse. Das geht ja ab. Als 60 sogar. Das ist ja ein Wetter heute hier. So, das werde ich hier als Thumbnail nehmen. So, man muss aufpassen. Nicht, dass ich wieder jetzt hier
Ach ne, ich darf ja noch 160 fahren. In 4,2 Kilometer sind wir da und wir haben noch knapp 3 Minuten. Naja, bei 160 sind wir ja eigentlich schnell da, denke ich mir mal. Oh, nicht übertreiben. Wir wollen ja unsere Höchstpunktzahl erreichen. Aber auch nicht zu langsam werden. Also ich will schon so gut wie es geht immer die höchste Geschwindigkeit halten. Man weiß ja nicht, was zwischendurch, was ich da wieder so für Fehler mache, ne? Wenn die Lok wieder nicht loslegen will und so. Kennen wir ja nicht anders von mir. Nicht volle Bremsung. Weiß gar nicht, hat das da einen gestanden mit den 40? Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Dass er gleich auf die 40 zurück will noch. Aber als wenn ich es geahnt habe. Siehst du, das klappt ja schon mal wunderbar. Ach, wir sind ja gleich beim Bahnhof. Siehst du, darauf habe ich auch gar nicht geachtet. Oh, nicht zu langsam werden. Na gut, wir haben jetzt noch eine Minute. Aber lieber, ne, ein bisschen früher da. Obwohl, wir haben jetzt noch 30 Sekunden, 400 Meter. So früh kommen wir doch gar nicht an. Und auf der rechten Seite müssen wir den entriegeln. Na, das ging ja gut. So, können wir hier irgendwas machen? Man muss ja ab und zu mal gucken, ne? Ob hier irgendwelche Missionen sind oder so. Das Schild vielleicht sauber putzen hier? Nö. Ich weiß gar nicht, wird das eigentlich angezeigt oder ist das, kann mir ja auch einer mal einen Tipp geben unter dem Video, diese Missionen, die man so in der Vorschau gesehen hat. Oh, was ist denn das hier? Da wechselt das Gras aus dem Boden. Da stand doch hier Holz wegräumen und Schilder irgendwie, was da, keine Ahnung, was das da war. Drück schon mal jetzt hier. Wird das angezeigt irgendwie oder? Keine Ahnung. Weil wenn es extra Punkte gibt, ne, will ich die natürlich mitnehmen. Ey, ich hab doch gerade drauf gedrückt. So. Alles verriegelt. Nein, nicht voller Leistung. Lauffach. Guti, dann ab nach Lauffach. Ja. Wenn der erstmal wieder loslegen würde hier. Aber wahrscheinlich dauert das wieder ein bisschen. Was ist denn das jetzt schon wieder für ein Mist?
Na, guck mal, man sieht ja auch eine Anzeige. Ah, jetzt kommt er. Das könnte mir auch mal einer erklären. Ich weiß, jetzt sage ich schon die ganze Zeit, dass man da mal erklären soll. Soll man mir mal erklären, warum, ob das normal ist, dass das ab und zu mal so lange dauert? Oder drücke ich irgendwie eine falsche Taste oder was weiß ich? Also, wie gesagt, ich habe mir das, nach dem letzten Video, wo ich es ja auch nicht so richtig hingekriegt habe, habe ich mir das Tutorial nochmal angeguckt oder besser gesagt, habe es nochmal gespielt. Ich drücke genau die gleichen Tasten, wie auch ich im Tutorial machen sollte. Keine Ahnung. Nach einer gewissen Zeit hat er ja gesagt, dass die Batterie ausgeht oder was das da war, keine Ahnung. Und dann sollte ich doch diese Taste da hinten drücken. Das habe ich auch getan auch eben. Naja, gut. So, wir haben jetzt wie viel? 3,3 Kilometer und noch eine Minute. Ja, toll. Wie soll ich denn das schaffen? Die Lok ist kaputt. Die ist bestimmt kaputt. Ich fahre mit der kaputten Lok. Naja. Aber fließt das Wasser hier oben an der Scheibe nicht verkehrt rum, sondern muss die Linie von unten nach oben gehen? Und nicht von oben nach unten? Durch den Fahrtwind? Naja. Oder habe ich da jetzt nicht ganz aufgepasst in Physik? Eigentlich müsstet ihr doch entweder von oben nach unten, von unten nach oben oder von der Mitte nach links, also nach zur Seite, ne, wenn die Scheiben ein bisschen schräg sind. Ich weiß gar nicht, ob die schräg sind hier. Ne, ich glaube, bei der Lok sind sie, glaube ich, gerade, ne? Aber trotzdem müsste sie doch von unten nach oben gedrückt werden. Naja. So, ich werde ein bisschen härter bremsen jetzt. Ein bisschen durchrollen lassen noch. Da haben wir jetzt schon eine Minute Verspätung. Naja. Sind wir ein bisschen drüber. Wo möchten Sie... Also das ist eine Frau. Hallöchen. Ohne Regenschirm. So, gibt es hier irgendwas zu erledigen? Liegen hier Baumstämme irgendwo? Nein. Liegt hier hinten irgendwie Müll? Cool, die Beleuchtung, das ist ja jetzt erst. Gut, schön in Blau. Gemünde. So, ab nach Hause. Also ab zur Lok, meine ich. War ja klar. Ich will jetzt gleich wieder losfahren. Und der Strom geht wieder weg. Ah, okay. Diesmal ging es ein bisschen schneller. Guti, wie lange haben wir jetzt noch Zeit? 5 Minuten circa für 6,5 Kilometer. Ach, du kriegst die Tür nicht zu. So, dann aber jetzt mal ein bisschen Vollgas hier. In Heigenbrücken müssen wir jetzt halten. Naja, gucken wir mal.
So, 120 dürfen wir jetzt noch fahren. Dann geben wir mal ein bisschen Vollgas auf 120. Weiß nicht, kann man die Taste da hinten auch schon drücken, während man noch steht und die Batterie noch an ist? Das kriege ich noch irgendwie raus in den nächsten Folgen. Wir haben ja noch zig Strecken vor uns. 5,6 Kilometer. Noch 4 Minuten. Knapp. Naja, 3 Minuten. Müssen wir doch auch mal schaffen. Ja, ich habe mir jetzt hier auch so ein Mikrofonarm besorgt, aber irgendwie gefällt mir das nicht, wenn man auf der Tastatur rumhämmert, dass man das immer so hört, dieses Gewummer durch das Mikrofon, durch den Arm. Dann habe ich mir hier von meinem Parkett liegen so ein bisschen Trittschalldämmung untergemacht. Naja, ich bin ja mal gespannt, ob man das jetzt immer noch hört. Nachher sehe ich das ja auch erst, leider. Hup, hup. Weil das störte mich jetzt doch ein bisschen, dass man immer diese Tastendrücke dann immer so als wumm, 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 wumm im Video gehört hat. Und das, naja. So, 3,7 Kilometer und noch knapp 2 Minuten. Und wir müssen gleich auf 100 Kilometer runter. Vielleicht können wir jetzt ein bisschen Zeit wieder aufholen. Muss bloß aufpassen, falls es bergab geht. Und jetzt scheint es wohl bergauf zu gehen, wenn ich mit 50% fahre. Das hat ja gut geklappt mit der 100. 1,7 Kilometer noch. Okay, die 90 kommt wenigstens erst nach dem Bahnhof. Das ist schon mal gut. Vielleicht können wir jetzt... Ich glaube, wenn man jetzt die Tür aufmacht, wird das, glaube ich, noch lauter, wa? Na siehst du, haben wir ja wieder ein bisschen Zeit aufgeholt. Gerade mal 20 Sekunden bis jetzt. So, diesmal können wir auf beiden Seiten entriegeln. Wollen wir mal gucken, ist auf beiden Seiten die Tür jetzt auch auf? Tatsache, ist ja cool. So, ist hier was zu erledigen? Nö, hier liegen auch nirgendwo Baumstämme rum. Stehen wir hier mitten in der Pampa. Ich probiere das mal jetzt schon hier. So, jetzt habe ich lange gedrückt. Oder war das diese lange Drücken hier? Ne, das ist ja Parkbremse.
Ah, das ist ja auch Parkbremse. Aber da steht doch Batterie. Ach ne, hier wollte ich drücken. Naja, guti. So. Türen wir regeln. Komm, gib Gas. Ja, das sieht doch richtig gut aus. So, 5,6 Kilometer. Und dann haben wir jetzt 5 Minuten knapp. Na gut, 4 Minuten. 90 dürfen wir fahren gleich. Aber gleich wieder auf 120. Das sieht gut aus. In Wiestal halten wir denn. Gibt es hier nicht sogar eine Ansage? Ich habe doch hier mal die ganzen Tasten rumgedrückt. Das ist zwar an, aber ich glaube, da kommt keine Ansage, oder? Wäre ja schön, wenn die auch noch ansagen würden. Aber schon wieder 100. Mensch, warum fahre ich denn so langsam? Gib Gas, Jung. Das war ja wieder knapp. Jetzt habe ich mich wieder viel zu sehr um die Gegend hier gekümmert, statt auf die Geschwindigkeit. Das hätte ja fast wieder geklappt. Okay, es geht bergab, so wie es aussieht. Ah, das sieht wieder richtig geil aus, wie dieses schräge ins Bildlicht. Ah, zu spät. Neun. 3,4 Kilometer. Belohnung erhalten. Cool, warum das denn? Weil ich so langsam gefahren bin, oder was? 3,1 Kilometer und ich habe noch so viele Minuten? Hm. Ich fahre wieder viel zu langsam, sehe ich gerade. Hallo, wieso gebe ich kein Gas mehr? Geht das jetzt so berghoch hier? Oha! Da hat der Hobel jetzt aber zu tun, so wie es aussieht, wa? Ich fahre mit maximaler Leistung und die Lok wird nicht schneller. Kilometer und noch 1 Minute und 20 Sekunden gleich. 10 Sekunden, Entschuldigung. Aber ich habe wieder schön aufgeholt. Ja, wenn die Lok mal richtig anspringen würde gleich, ne? Nach dem Parken. Naja, parken ja nicht, nach dem, ne? Und so. Dann wäre das richtig super. Sei wieder nicht aufgepasst. Sei wieder überall hingeguckt, wo ich soll. Aber wir werden ja trotzdem noch. Mal gucken. Ja, das ist doch richtig super. So, hier ist auch keiner. Hier ist auch nichts zu machen.
Na gut, ich hätte ein bisschen weiter hier vorne anhalten müssen. Ich glaube hier mit den Locken, glaube ich. Hier liegen auch keine Baumstämme, die ich wegmachen muss. Oh cool, mit der Brücke da. Ja, machen wir mal auf 1B. Hup hat er gemockt. Gut, die Türen verriegeln. Bremse lösen. Komm. Ach, nur los. Oh, was macht er denn jetzt schon wieder für eine Scheiße? Wieso ist denn der Bremshebel so komisch? Hä? Habe ich ja gar nicht gesehen eben. Oder habe ich da schon wieder eine verkehrte Taste gedrückt gehabt? Komm. Ach Mensch, und schon mal wieder Zeit vertrödelt. Hab ja auch nur noch 6,3 Kilometer vor mir. Ach Mann. Also das ärgert mich so ein bisschen, warum und so. Beim nächsten Mal schneide ich das raus. So. Dann müsst ihr euch mein Gemecker nicht mehr anhören. Vier Minuten knapp. Für 5,8 Kilometer. So, jetzt darf ich noch 110 fahren. In Patenstein. Cool, wie sich auch das Licht von der anderen Bahn hier bei mir drinnen spiegelt. Oder dass es hier drin aufleuchtet, meine ich. Ja, nicht schlecht. 4,6. Noch 4 Minuten. 3 Minuten. Nein, ach, ich drücke mal verkehrt. Man muss sich echt dran gewöhnen. Beim Gas geben ist es links mehr und rechts. Mit dem linken Finger Gas geben, mit dem rechten Finger weniger. Und bei der Bremse ist es genau umgekehrt. Rechts mehr bremsen und links mehr. Naja. So, 4,5 Kilometer noch. Jetzt darf ich gleich wieder 120. Okay, die Kurve war wahrscheinlich zu stark, deswegen wahrscheinlich auch die langsame Geschwindigkeit. Noch. Noch 3 Minuten. Ach, 2 Minuten. Oha, das war ja wieder. Okay, wir gehen wieder bergab, so wie es aussieht.
cool, keine Geschwindigkeitsbegrenzung, also können wir Vollgas geben, wie auf der Autobahn. Nein, Quatsch. Ja, wir sind jetzt schon bei 30 Minuten. Und ich glaube, die Fahrt wird wohl noch ein bisschen... ich denke mal, die hier unten wohnen, die kennen sich da wohl aus, wann wir in Gemünden sind oder diejenigen, die die Strecke kennen. Ich glaube, ich werde in diesem Bahnhof dann hier eine Pause machen. Also einen Schnitt. Dann machen wir dann doch zwei Folgen draus. Weil ich glaube, das wird sonst zu lange. Na, während die Türen auf sind, mache ich dann Pause und dann... Nein, so, auf zwei reicht. Und dann gucken wir uns die restliche Fahrt beim nächsten Mal an. Ich weiß nicht, ob die morgen kommt oder übermorgen. Mal sehen. Ah, wir sind ja fast pünktlich gekommen hier. Hm? So, einmal rechts entriegeln. Und ich würde sagen, wir belassen es dabei. Hier ist der Mülleimer, oder was ist das hier? Das sieht aus wie so eine Toilette für Breitäschige. Okay, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder, wenn ihr Lust habt. Dann gucken, machen wir den Rest der Fahrt. Bei der Fahrt nach Gemünden mit der Regionalbahn von Aschaffenburg. Dann haut rein. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.